So, Bikepark Rabak, Istrien, Kroatien. Jetzt geht's auf die blaue Espresso, auf den Espresso Trail. Mal gucken, was der so kann. Ich stell's mir eher etwas ruppig vor. Aber wir werden sehen. Mountainbike wieder unterwegs. Mit Merida. Dort von der Klapper. Das E-Mountainbike hat sich hier tatsächlich auch schon richtig rentiert. Der Apfel. Ziemlich. Ja, das ist ziemlich krass. Das war eigentlich nicht. Also eigentlich relativ flach. Aber Kräfte zehren bei diesen 24 Grad, die wir hier haben. Nicht mehr ob die Sonne so aufwärts ist, ist ja noch warm. Jetzt müssen wir so ein bisschen konzentrieren hier. Bin verblockt. Wie man sieht und hört. Aber hier ist auch nicht schlecht. Zugmess unterwegs zu sein, wie ich bin. Ich bin ziemlich viele Nadeln und sowas. Und Dornen. Okay, wenn das ist der blaue ist, wie ist dann der rote? Oder wie sind dann die roten? Da gibt es ja einige rote. E-Mountainbike hier mit die Pedalierpassagen auch wieder geschickt, ehrlich gesagt. Also schön flowig. Vielleicht noch. Aber Bock macht es trotzdem. Alle mal. Bisher.
Atanatu. Und es ist kein Shared Trail, also es ist ein reiner Mountainbike Trail. Der Apfel war ein bisschen stabil, weil ich das irgendwie nicht so ganz gefunden habe, wo es reingeht. Also wo es zum Trail geht, weil da war anfangs mal was ausgeschildert und dann geht er irgendwie nicht mehr. Aber es ging dann. Oh, schön, mega Blick. Kann man gar nicht so richtig genießen. Stellt sich direkt die Frage, wie ist da dann der rote Beschaffenheit, weil den habe ich eigentlich überlegt zu fahren. Oh, jetzt sind wir mehr. Ich weiß es noch nicht. Ich kann es sehen, wie ich unten ankomme, ob ich unten ankomme. Hier am Pedal abzurutschen ist, glaube ich, keine gute Option. Sollte man tunlichst versuchen zu vermeiden. Ja, also blau. Weiß ich nicht, ob ich das sehe. Ob das verblockt hier und so. Das ist die schöne Wanne. Ich weiß nicht, ob ich denn das blau sehen würde. Dann fährt aus, hoffe ich. Das ist blau. Oh, perfekt. Überraschend. So, okay. Wo lang? Da nicht. Hier? Ja, das ist ein bisschen das Thema. Schilder geht so. Also irgendwie schon, aber irgendwie nein. Ich muss mal auf der App gucken. Bitte so auf der Karte. Also laut Karte geht's da hier runter. Schauen wir. Also runter geht's auf jeden Fall. Ja, ich habe keinen Bock hier auf den Wanderweg, um da was zu kommen. Wobei, ja, auch wie gesagt, Off-Season schon fast. Ist echt nicht viel los. Oh, was war das? Road. Yes, boy. Links in the bush. In the bush. Ja, Espresso. Ja, hier sind wir im blauen Bereich. Ja, wenn man hier mit zu viel Speed angehämmert kommt, geht man über die Straße. Ja, unterhalb von Sack. Vielleicht so ein
Vorsicht, schön, nicht schlecht. Vielleicht war auch eins, ich habe es nicht gesehen. Wieder die Frage. Wohin? Oh Mann! Ich vermute hier runter. Aber wieso ist da jetzt wieder kein Schild? Ja, ich fahre jetzt auch mal runter. Und hoffe, dass ich richtig bin. Ich hoffe, dass bei dem Geschöpf auch die Kamera richtig sitzt. Jetzt bin ich jetzt durch? Ich glaube. Ich weiß es nicht. So langsam fahren. Machen wir. Ah, ich glaube, da unten ist vielleicht das Fest. Ja, okay, wir sind unten. Nice. Hier ist es halt so ein bisschen, hier ist die Karte und so, mit allem, aber das steht halt dieser Uphill tatsächlich nicht drauf. Naja, ich werde jetzt hier in dem Bistro ein Espresso trinken. Das ist mein Plan. Das ist der Bikeverleih, hier ist so ein kleiner Pumptrack.